Freitagmorgen. Draußen steigen die Temperaturen und trotz allem ist Newszeit. Viel Spaß euch jetzt bei den Brettspiel-News. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den allwöchentlichen Brettspiel-News. Ich bin Benny von der Brettspielsucht, die ist Freitagmorgen, ist Newszeit. Egal ob es draußen 30, 32 oder 37 Grad hat, ich versuche es irgendwie zu ermöglichen, dass freitags morgens die News online gehen. Bin ja froh, dass hier drin angenehme Temperaturen sind im Bereich 24 bis 27 Grad. Da lässt es sich echt gut aushalten und auch drehen. Ungemütlich wird es nur dann, wenn man hier zu lange drin sitzt und irgendwann mal frische Luft braucht, denn die ist Mangelware oder ziemlich warm. Aber nichtsdestotrotz, einiges an News wieder zusammengepackt für euch. Zuerst mal Dankeschön für die ganzen Kommentare unter den Videos in der vergangenen Woche. Da ging ja gestern Takenoko online, das hat Dennis mir vorgesetzt und somit endlich eine Lücke geschlossen der Spiele, die ich unbedingt mal spielen wollte. Morgen geht dann das Review zu Gutenberg von mir online und am Sonntag haben wir wieder ein Regelvideo für euch. Da hat Dennis endlich sein Wunschvideo eingelöst und Siderische Konfluenz inklusive sämtlicher Völker erklärt. Lange, ausführlich, episch. Schaut am besten selber rein. Ja, das in eigener Sache. Aus der Szene. Aktuell ist ja die GenCon am Laufen und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum tatsächlich auch wenig Neuankündigungen gerade uns erreichen. Ich denke, dass viel auch jetzt auf der GenCon nochmal gezeigt wird. Vielleicht auch viele, gerade internationale Publisher, das auch nochmal als Chance nutzen werden, um ihr Herbstportfolio auch an den Mann zu bringen, beziehungsweise zu zeigen, vorzustellen. Und das heißt, ich denke, nach der GenCon werden hier auch nochmal viele Informationen mehr kommen. Dann sind die 15. Jährlichen Dice Tower Gaming Awards verliehen worden. Da sind einige bekannte Nominierungen dabei gewesen. Das innovativste Spiel ist der perfekte Moment. Glückwunsch zu diesem Inno-Preis vom Dice Tower. Mehr dazu habe ich euch den Link in die Videoinfo gepackt. Dann den Beeple Award gab es für Arche Nova und jetzt greife ich an dieser Stelle tatsächlich was vorweg. Es ist der 18. Beeple Award und ich greife an dieser Stelle eine Ankündigung vorweg, denn es wird eine Zoo-Erweiterung zum Spiel kommen, nämlich Player Boards. Das heißt, ihr habt neue Zoo-Pläne. Wie viel das sind, weiß ich gar nicht. Feuerland hat es diese Woche über Social Media bekannt gegeben. Finde sehr cool, dass da schon quasi eine erste Mini-Erweiterung vorgeschoben wird, bevor die richtige Erweiterung dann nächstes Jahr kommt. Finde ich ganz große Klasse. Arche Nova, eines der tollsten Spiele des letzten Jahrgangs. Und das muss ich einfach häufiger spielen. Ich hoffe, ich komme jetzt mal dazu, es auch mit meiner Frau zu spielen. Ja, und das war's aus dem Bereich aus der Szene und jetzt gehen wir in die nächste Szene, nämlich in die Szene der leeren Geldbeutel, in den Bereich Crowdfunding. Dennis, Crowdfunding diese Woche, was gibt's Schönes von dir? Lass mal hören. Ja, willkommen zu den Crowdfunding News und diesmal wieder mit Quick News hier. Und zwar, Come On ist wieder ein Vorreiter von einem großen Franchise und zwar Stranger Things wollen sie jetzt umsetzen und niemand anderes als Rob Davio spielt bei dem Ganzen mit. Ja, die Duffer Brothers haben sich an sie gewendet. Es wird also mit Stranger Things The Upside Down ein großes Spiel geben, auch wieder eins, nachdem Dune angekündigt wurde, jetzt auch Stranger Things. Also kein kleines Kartenspiel, sondern ein großes Ding, vielleicht auch sowas im Cthulhu Death May Die Stil. Wir werden sehen, was sich da, was da passieren wird. Es wird auf jeden Fall 2023 released werden. Als nächstes ein paar Kickstarter, die bald auch starten werden, und zwar The Queen's Dilemma oder Dilemma, was auch wieder in den Sprachen hier aufgelistet erscheinen wird, auch auf jeden Fall auf Deutsch. Was wird anders sein oder was wird es da wieder geben? Man kann seinen eigenen Charakter spielen. Die Karte wird sich, ja, wird sich mal weiterentwickeln. Dann habt ihr auch ein verbessertes Legacy-System. Ihr habt neue politische Paradigmen. Bin mir nicht ganz sicher, wie das hier gemeint ist. Und ein, ja,
verbessertes Voting-System oder Mechanismus. Ja, das alles wird es geben und seid also gespannt, wenn es mit Queens, jetzt war schon wieder Kings Dilemma, sagen, losgeht. Des Weiteren für die Kinderspieler oder Familienspieler unter euch und die, die Cora Quest gebackt haben, das ja ganz süß von Dan und Cora Hughes entwickelt wurde. Jetzt wird es eine Erweiterung geben und zwar Keep on Questing Expansion. Da gibt es leider noch nicht so viel darüber, aber es wird bald dann auf Kickstarter starten. Einen letzten habe ich noch, wer die ganze Zeit was von Dead Reckoning gehört hat, dass es so toll sein soll. Da wird es jetzt quasi einen Second Print Run geben mit paar Erweiterungen und so weiter. Am 9. August soll der starten, also wer da von AEG noch nicht mitgemacht hat oder bei einem Spiel mitgemacht hat und das noch haben will, das wird dann jetzt bald starten. Jetzt kommen wir aber zu einem Kickstarter, bei dem ich irgendwie spontan auch mit drin bin, und zwar nennt er sich Hijacked. Ja, das ist sozusagen ein Spiel über eine Flugzeugentführung und ihr müsst sozusagen kooperativ mit den Tätern verhandeln und müsst da sozusagen mit einem Dice Placement System, das hier in dem Jahr 2050 spielt, warum auch immer, da müsst ihr dann dagegen angehen. Das Tolle ist, das ist das erste Projekt von Greenest Games und die haben die Prämisse, kein Plastik, alles natürliche Produktion, auch in Europa produziert, ich glaube Holland, bin mir aber da nicht ganz sicher. Und Art, habt ihr schon gesehen, ist von The Miko. Das Spiel ist für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und geht so 20 Minuten pro Spieler. Und die ersten 1500 Backern bekommen auch eine signierte Promokarte. Ja, hier sieht man, was hier alles drin ist. Man muss hier in diesem Spiel, das zeige ich auch gleich, wie das funktioniert. Auf jeden Fall klingt es sehr interessant, vor allem von Thema her, weil ich ja schon Hostage Negotiator sehr interessant fand. Natürlich haben wir hier wieder Prototyp-Material, aber ich muss sagen, The Mikos Artwork ist sehr cool, aber ich weiß nicht, ob das hier so richtig passt. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem irgendwie hübsch. Also, ihr müsst hier mit den über die Passagiere verhandeln, wenn die Zahl stimmt, wird die umgedreht, passiert dann irgendwas, dass ihr die retten könnt. Cubes müsst ihr dann richtig bringen, wenn aber ein schlechter Cube kommt, dann geht da wohl irgendwas schief. Ihr müsst halt mit ihnen kommunizieren, ihr müsst halt gucken, dass ihr die halt rauslockt oder vielleicht dingfest macht, bevor das SWAT-Team sozusagen das Flugzeug stürmen kann und die Gefahr sozusagen minimieren. Da muss man auch irgendwie gemeinsam die richtige Zahl haben und so weiter und so fort. Klingt auf jeden Fall irgendwie spannend, ist ja ein Eurogame-Prinzip, aber es ist halt auch kein Klopper, also es ist eher so Medium Weight, wird es hier genannt, man soll ja also kein Riesending erwarten. Auf jeden Fall wird es auf Englisch, Französisch, Deutsch und Holländisch verfügbar sein. 44 Euro ist das Ding, 13 Euro ist Versand und da kommt glaube ich auch nichts mehr dazu, so wie es heißt. Januar 2023 soll das Ganze dann erscheinen und bis zum 11. August habt ihr Zeit, Hijacked zu unterstützen. Bei GameFound gibt es irgendwie nichts wirklich Spannendes, Neues. Ihr habt hier die alten Verdächtigen. Was hier jetzt upcoming drin ist, ist Stworze, das auch wieder ein zweiter Print ran ist, aber die slawische Mythologie wieder beinhaltet. Da habe ich ja auch Forest of Radgost mitgemacht. 2 bis 6 Spieler, 150 Minuten. Das wird bald starten. Es sieht vom Artwork auch sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Also da bin ich auch gespannt. Habt ihr das? Kennt ihr das vielleicht? Ob das jetzt was ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall finde ich diese Mythologie sehr interessant und wie gesagt optisch auch ein Leckerbissen. Kommen wir auch schon in die Spieleschmiede, da sind immer noch die alten Bekannten drin, wobei jetzt ist tatsächlich Assault on Doomrock gestartet. Und das ist natürlich auch schon gefundet, wie soll es auch anders sein. Das ist jetzt sozusagen die Ultimate Edition, das 1-4 Spieler Koop- und Solo-Spiel, was um die 60 Minuten geht, bei dem es darum geht, ja, in einer Fantasy-Welt auch Endgegner zu kloppen. Und das wurde auch ausgezeichnet 2014 mit dem Golden Geek Best Solo Board Game Award. Und ja, man sieht auf jeden Fall, dass es sehr viel Material ist. 800 Karten und Tafeln, sehr viel Material, unzählige Items.
Items, unzählige Kampfgegenstände. Das Kampfsystem soll auch sehr interessant sein. Risikowürfel, ja, ist immer gefährlich. Auf jeden Fall gibt es da einiges, was ihr da in diesem Package sozusagen hier bekommt. Ja, ihr seht auch hier, wie man es spielt. Man erstellt den Helden und hat dann seine Abenteuerkarte, trifft Entscheidungen, baut dann hier seinen ganzen Abenteurer aus. Man kennt es ja so ein bisschen, aber da schaut euch mal ein bisschen durch, wie das ganze Ding hier genau funktioniert. Das soll dann im, wo war es denn? Seit 2014 Lieferung. Hier war, wollte ich hin, April 23 soll es dann ausgeliefert werden. Die Standardversion liegt hier bei 89 Euro und wenn ihr dann noch mehr wollt, geht es natürlich weiter nach oben. Ihr habt aber noch ein bisschen Zeit dafür, Assault und Doomrock zu backen. Was ihr vorher in der Vorschau nicht gesehen habt, aber in der Zeit, in der ihr das Video seht, schon da sein müsste, ist Undaunted Verstärkung. Ja, das ist sozusagen eine weitere Erweiterung, genau, eine Verstärkung, so zumindest der Arbeitstitel für Undaunted Reinforcements. Das könnt ihr euch da noch zu Gemüte ziehen. Und das war es jetzt mit den Crowdfunding News. Ich gehe wieder zurück zu Benny. Danke dir, Dennis, und somit zurück vom Crowdfunding und jetzt noch zu normalen Verfügbarkeiten und Ankündigungen. Interessant finde ich tatsächlich auch, dass da jetzt Hijacked dabei war, was ich ja bereits vor 2 Wochen als Kooperation mit in den News hatte. Verfügbar ist, beziehungsweise vorbestellbar, ist aktuell Carcassonne Nebel über Carcassonne. Das ist der neueste Ableger von Carcassonne, der das Ganze auch kooperativ dann spielbar macht. Und es soll pünktlich spätestens zu Halloween dann verfügbar sein für 1 bis 5 Spieler ab 8 Jahren mit 35 Spielminuten. Lässt sich dann auch mit anderen Carcassonne-Editionen wohl zusammen kombinieren. Dann aktuell, es ist schon verfügbar, Kill Dr. Lucky. Und das in einer Deluxe-Jubiläumsausgabe, steht auch schön 24¾ mit dabei. Das Spiel ist schon ziemlich alt, in Anführungszeichen. Ich habe das vor Urzeiten mal gespielt. Und jetzt in dieser Deluxe-Ausgabe, was genau Deluxe ist, weiß ich nicht. Mal schauen, vielleicht werden wir da einen Blick drauf werfen, allein schon aus nostalgietechnischen Gründen. Dann kommen wir jetzt final noch zum Bereich der Ankündigungen. Zum einen Puerto Rico 1897, eine überarbeitete Neuauflage des Klassikers. Und ja, das soll zur Spiel erscheinen. Das Spiel ist ja schon bislang gewesen für 2 bis 5 Personen, hat den Deutschen Spielepreis 2002 gewonnen. Das heißt, es ist jetzt schon 20 Jahre alt und es gab schon eine Neuauflage und jetzt gibt es wieder eine Neuauflage. So langsam frage ich mich allerdings, warum Alea ständig Neuauflagen macht. Also es gab schon diese überarbeitete Neuauflage, als man auch Burgen von Burgund in Burgundy neu aufgelegt hat, oder Castles of Burgundy, wo es dann nur noch der Titel auf Englisch war, und jetzt kommt Puerto Rico schon in der dritten Auflage daher, also in der zweiten überarbeiteten Neuauflage. Mehr dazu, der Link in der Videoinfo. Dann machen wir weiter mit einer Ankündigung von Deep Print Games, beziehungsweise Vertrieb von Pegasus, Caldera Park. Caldera Park, so jetzt habe ich es richtig. Caldera Park, das neueste Spiel im Teil der In Nature Spielerei von Kramer Kiesling. Wieder bekanntes Autorenduo und ab November soll es dann entsprechend erhältlich sein. Die Spielenden werden hier bei Tierparks in der Wildnis Nordamerikas erschaffen und es ist ein gehobenes Familienspiel für 1 bis 4 Spielende ab 10 Jahren mit 30 bis 40 Minuten Spielzeit pro Partie. Und es ist das dritte Spiel der Deep Print Games in Nature Reihe. Das war zuerst Renature, dann Savannah Park und nun also Caldera Park. Wir wechseln zum nächsten Verlag und gehen zu Queen Games. Hier erscheint Future Energy und zwar ein Spiel von Emanuel Ornella, von Dennis Lohausen illustriert und richtet sich an 2 bis 4 Spielende, 60 Minuten Spielzeit ab 8 Jahren. Hierbei handelt es sich um ein Network Building Game und ja, und um die Energieversorgung. Und wir haben direkt noch ein zweites Spiel von Queen Games, das auch in dieser Green Planet Reihe spielt, nämlich Powerline. Und das ist von Dirk Henn, den kennt man zum Beispiel von Alhambra, und ist von Patricia Limberger illustriert.
für 1 bis 6 Spieler dieses Mal mit 45 Minuten Spielzeit ab 8 Jahren. Wir spielen hier über 16 Runden. Ja, und ich denke, wir werden da spätestens nach dem Queen Games Pressetag dann auch sehr ausführlich davon berichten können. Und bis dahin war es das jetzt mal mit den Queen Games Meldungen. Wir machen weiter mit Edition Spielwiese. Da ist Swindler angekündigt. Ein Spiel von Matthias Kramer und illustriert von Lisa Forsch. Wie gesagt, Edition Spielwiese. 2 bis 4 Spieler, 45 bis 60 Minuten Spielzeit, hat wohl ein Push-Your-Luck-Element und spielt im viktorianischen London. Allein schon deswegen holt es natürlich Dennis voll ab. Ab 10 Jahren und ich bin gespannt auf das Spiel, wird wohl zur Spiel dann erhältlich sein. Ein Spiel, was vom Thema total meins ist, der Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg. Das erscheint bei Cosmos wohl auch im Oktober zur Spiel oder kurz danach und ist ein kooperatives Familienspiel und ist von Michael Rinek. Den kennt man zum Beispiel von Spielen wie Die Säulen der Erde. Für 1 bis 4 Spieler, wir müssen mit Würfeln gemeinsam Frodo dabei helfen, den Schicksalsberg zu erreichen. Die Spielzeit liegt hier bei ca. 50 Minuten. Weitere Infos sind hierzu noch nicht bekannt gegeben worden. Und final wagen wir noch einen Ausblick nach 2023. Northgard Uncharted Lands, ein Kickstarter, der aktuell ausgeliefert wird, wird in der deutschen Version nächstes Jahr erscheinen. Und aktuell wurde auch schon eine Vorbestellaktion in der USA gestartet. Es handelt sich dabei um ein vereinfachtes 4X-Spiel von Adrian Dinu und ist für 2 bis 5 Spielende und wie in einem Videospiel werden wir als Wikinger-Clans um Territorien kämpfen, basierend auf nordischer Mythologie und das Ganze dauert pro Partie 45 bis 90 Minuten und mal schauen, was da dann die ersten Reviews dazu sagen, ob sich das lohnt, das nächstes Jahr auf Deutsch anzuschauen. Ja, das war's mit den News für diese Kalenderwoche und irgendwie ist bei der Temperatur der Kopf matsch, auch wenn ihr es nicht bemerkt habt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Schnitte gebraucht bei einer News-Folge am Freitagmorgen. Wenn ihr Meldungen habt, was euch diese Woche Interessantes über den Weg gelaufen ist, dann scheut euch nicht und schreibt es uns in die Kommentare. Schaut auch gerne in andere unserer Videos rein, zum Beispiel morgen in Gutenberg, am Sonntag in die Siderische Konfluenz und Montag ist dann wieder Auftischzeit mit Rüdiger dieses Mal. Und den hat es coronatechnisch erwischt. Mal schauen, was er in der Quarantäne so alles gespielt hat. Mehr möchte ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Spiele am Wochenende. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, spielt ihr bei dem Wetter auch weniger tendenziell? Würde mich mal interessieren oder ob das bloß irgendwie bei uns so gerade ist. Ja, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Tschüss.